zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harans Tage sind gezählt. Du sagtest, er hat was gefaselt von Magie und was war das? Domestizierte Zombies? Er erzählte was von einer Gruppe Leute, die sich nicht infizieren, selbst wenn sie gebissen werden. Ja, im Delirium erzählt man viel. Er hatte diese Karte in der Hand, als wir ihn hierher gebracht haben. Oh, das sieht aus wie... ein Fluchtweg aus Haran. Uns geht das Antizin aus. Wir müssen jeder Möglichkeit nachgehen. Wir können nicht mehr warten, Crane. Nein! Weg! Geh weg! Ihr versteht das nicht! Die Mutter! So, endlich geht es los mit Dying Light The Following in der Vollversion. Yep, das Ganze jetzt hier endlich in Deutsch, wie ich es ja schon gesagt habe. Sprache in Deutsch und natürlich auch die ganzen Texte in Deutsch. Großes Dankeschön an Techland, die mir das Spiel hier nochmal zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch da draußen, denn die erste Folge der Preview-Version, die hatte über 7000 Likes und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn wir das Ganze hier auch wieder bei der ersten Folge der Vollversion hinbekommen. Und ich will jetzt gar nicht lange rumreden, denn wir legen jetzt los. Den Anfang kennen wir ja bereits, jetzt können es alle nochmal hier im Deutschen erleben. Und ich würde sagen, am Anfang spiele ich ganz schnell die Story weiter, damit wir hier dann ein bisschen was von der Story sehen, was wir in der Preview noch nicht hatten. Denn die Hauptstory, die konnte man ja nicht besonders weit spielen. Wir haben gestoppt bei dem Pumpwerk, wo wir das Wasser wieder freigelegt haben für das Dorf. Und wie es dann weitergeht, das wissen wir gar nicht. Was zur Hölle trage ich hier? Sieht aus wie so ein Krankenhauskittel. Wahrscheinlich aus diesem einen DLC. Und ja, natürlich, ich habe all mein Kram mitgenommen. Wir können ja mal ganz schnell hier reinschauen. Okay, jetzt hier der Rucksack ist leer, aber... hier, die ganzen Mods, Wolke 7, Gute Nacht oder auch hier unten. Wir kennen es ja, Moment, wir gehen mal ein bisschen runter. Was eine Überraschung, die Dornenkrone, ganz mieser Tag, Garmeister, Seppo, giftiger Sensenmann, All in One. Das waren alles Mods, die wir im Hauptspiel freigespielt haben. Und die haben wir alle dabei und wir sind hier Stufe 25, denn ich habe mich ja im Hauptspiel komplett ausgelevelt. Also wir haben wirklich alles geholt, was man holen kann und deswegen gehen wir direkt hier auf Legende. Und hier sehen wir es, hier wird dann weiter geskillt, unbewaffnet. Aha, eine passive Fähigkeit, und zwar mehr Schaden, ohne Waffen, dann mit Einhandwaffen, Zweihand-Schusswaffen, Bögen, was haben wir hier drüben? Wurfwaffen machen mehr Schaden, Ausdauer ist wirklich gut, genauso wie Gesundheit. Dann Regeneration, die Heilung wird erhöht, und dann hier nochmal die Effizienz der Heilgegenstände. Also wirklich cool und allgemein natürlich im DLC spielt ja auch noch eine ganz große Rolle der Buggy und den können wir hier in dem Zweig verbessern. Das Ganze spielen wir auf schwer
Weil ich dachte mir, wenn man schon so extrem gut gelevelt ist, wie wir hier, dann kann man ruhig auf schwer spielen. Hardcore können wir noch nicht, muss ich erst hier für das DLC freispielen. Lena, alright. Hörst du mich? Crane, verdammt. Die Verbindung ist schlecht. Hör zu, dein einäugiger Patient hat nicht halluziniert. Es gibt einen Ausweg. Vielleicht stimmt auch das, was er über die sagte, die sich nicht verwandeln. Kannst du ihn fragen, wo ich nachsehen soll? Er ist heute Morgen gestorben, Kyle. Das Fieber. Ich fürchte, du bist auf dich allein gestellt. Lena? Lena! Gott, scheiß Berge. Ja, ja, die verdammten Berge. Kein Empfang. Jetzt erstmal wieder schauen, dass wir hier durchkommen. Wir haben wirklich gar nichts. Keine Waffen, kein Wurfhaken, nichts. Klar, wir können die Sachen herstellen, aber wir müssen erstmal wieder alles zusammenfarmen. Aber das sollte schnell gehen, wir haben ein hohes Level. Und hinein in die Tiefen. Und wir können ja endlich alles speichern. In der Preview ging das nicht. Da konnte man ja leider nicht speichern. Hier natürlich ohne Probleme. Kann man hier schon irgendwas finden? Ich weiß gar nicht. Ich habe wirklich gar nichts. Auch keine Schrottteile oder irgendwelche Materialien. Das bedeutet looten, looten, looten. So viel looten wie möglich. Wir gehen mal hier drüben hin. Vielleicht kann ich hier oben was öffnen. Habe ich denn wirklich nicht mal irgendeinen Stock oder sowas? Ein Stock wäre ganz nett gewesen. Wie konnte ich all meine Sachen verlieren? Ich dachte eigentlich, wir würden... Ah, Moment, erstmal hier hin. Wir würden wenigstens ein paar Sachen behalten. Nö, ich habe nicht mal einen Dietrich. Naked, habe ich Geld? Ich habe Geld. Na also, kleines bisschen Hoffnung. Ey, Kumpel, lass mal lieber gut sein. Okay, wir sollten hier schnell durch. Wirklich, verdammt schnell durchflitzen. Und zack, hier rüber. Komm, 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 komm. Gar nicht lange trödeln. Das sieht belohnt aus. Mehr oder weniger. Der gute alte Dropkick of Doom. Alkohol. Die Lage sieht wieder gut aus. Dropkick of Doom. Und erledigt. Judo-Kick. Premium-Zigaretten. Was konnte man nochmal mit Premium-Zigaretten machen? Ich glaube, die kann man nur verkaufen. Da bin ich. Was willst du? Mit jemandem reden, der hier was zu sagen hat. Ich komme aus Harran. Tatsache, bist du ein Schmuggler? Arbeitest du für diesen Betrüger? Ich bin kein Schmuggler. Ich brauche Hilfe. Frag nach Yazir. Aber ich warne dich, wenn du klaust, schneiden wir dir die Hände ab. Denkst du wirklich, vor dir habe ich Angst? Ich habe keine Waffen. Brauche ich auch nicht, ich habe Füße. Ich behalte dich im Auge, Fremder. Ja, 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 entspann dich. Hey, Buddy, wie geht's? Hi, Entschuldigung. Ich weiß nichts. Können Sie mir dann vielleicht sagen, wer etwas wissen könnte? Gehen Sie in die Scheune und fragen Sie nach Yazir. Also weißt du doch was. Ein bisschen was weiß der Mann. Hey. Gesegnet sei die Mutter. Was? Hören Sie, ich bräuchte ein paar Infos. Aber nicht von mir. Sprechen Sie mit Yazir. Okay. Wo finde ich den? Drinnen. In der Scheune. Danke. Okay, niemand will reden. Dann gehen wir mal zu dieser Scheune hin. Wollen Sie was? Haben Sie hier das Sagen? Ich brauche Hilfe. Sprechen Sie mit Yazir. Komm schon, mach den Weg frei. Burak! Nein, nein! Ende der Diskussion! Na gut, wie du willst. Eski? Warte! Eski! Der hat aber eine sehr junge Stimme, oder? Im Original ist sie viel älter und tiefer. Eskimo, was ist los? Entschuldigung. Nicht jetzt, bitte. Ja, 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 entspann dich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du bist also hier der Boss. Ich wollte nicht stören, aber ich suche nach Yazir.
das bin ich. Aber wir haben nur Brot, falls du etwas zu essen willst. Nein, nein, ich will nichts zu essen. Ich bin aus Harran hergekommen, weil ich gehört habe, dass die Leute hier immun gegen den Virus sind. Dass sie sich nicht verwandeln, auch wenn sie gebissen werden. Ach ja? Und wer hat dir das gesagt? Ein Mann, der leider inzwischen tot ist. Dann hör ihm lieber weiter zu. Von mir wirst du auch nicht mehr erfahren. Verdammte Scheiße, warum hilft mir hier keiner? Der Virus frisst sich durch die Stadt. Menschen sterben. Und trotzdem lebst du noch. Nimm dir etwas Brot, mein Freund, und kehre nach Harran zurück. Hier bist du nicht willkommen. Tja, ziemlich harte Worte, was? Ich sagte doch, dass du gehen sollst. Und wirklich reden will der alte Mann auch nicht. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Mädchen? Wo ist die hin? Keine Ahnung. Einfach so verschwunden. Lena, hier ist Crane. Hörst du mich? Fuck. Was für eine beschissene Einöde. Hey, du da. Komm mal her. Ach, komm schon. Ich weiß auch nicht. Und keine Panik. Ich bin auch nicht wie die anderen Bekloppten. Ja, genau. Ich meine euch, ihr Spinner. Dann gehörst du nicht zu denen? Warum jagen sie dich nicht davon? Weil ich mehr zu verkaufen habe als nur dröges Brot. Ich heiße übrigens Khan. Kyle Crane. Hey, du kommst aus Harran, oder? Wahrscheinlich bist du meinem optisch benachteiligten Bro begegnet. Du meinst den Einäugigen? Genau, Kurt. Wie geht's ihm? Naja, er hat's nicht geschafft. Das ist sehr schade. Aber keine Riesenüberraschung. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Kurt behauptete nämlich, die Leute hier seien immun gegen den Virus. Weißt du was darüber? Ach, jetzt wo du es sagst, wüsste ich nicht, dass sich einer der Einheimischen hier verwandelt hätte. Diese Spacken sind in so einem abgefuckten Kult. Ihre Anführerin nennt sich... Früher war dieser Kult nur eine harmlose Tradition. Sie haben ihn nicht allzu ernst genommen. Aber seit dem Ausbruch meinen sie es verdammt ernst damit. Überall kritzeln sie Symbole hin und diese komischen Rituale. Ich glaube, sie beten sie an. Okay, aber warum verwandeln sie sich nicht? Sind die alle auf Antizin oder was? Hör mal, ich bin ja Unternehmer und könnte noch Hilfe gebrauchen. Wie wär's denn, wenn du bei mir reinsteigst, als Partner? Willst du was kaufen? Freaks. Partner, wie soll das gehen? Naja, du willst Infos und da gehört nicht mehr unter uns weit, bräuchte ich einen Fahrer mit etwas Grips. Ich könnte dir was zeigen, das dich weiterbringt, aber zuerst brauchen wir einen fahrbaren Untersatz. Ein Fahrzeug? Hier draußen? Wo soll ich das denn herzaubern? Du könntest dich mal bei der nächstgelegenen Farm umsehen. Und hey, nicht allzu auffällig, okay? Okay, die Stimmen sind wirklich nicht so gut. Also im Hauptspiel waren die Stimmen in Ordnung, aber hier, keine Ahnung, eine merkwürdige Wahl. Können wir hier drüben schon einkaufen? Denn ich habe wirklich gar nichts. Verdammt, hier ist nicht mal der Händler drin. Du da! Hey, Kumpel! Warum? Warum will denn niemand mit mir reden? Wir sprechen nicht mit Fremden. Ja, habe ich gemerkt. Und du? Leih mir deine Knarre. Tja, ich bin nackt. Und verdammt schlecht ausgerüstet. Ich brauche irgendwas. Irgendwas. Was ist denn? Das hier sind Zombies, mein Freund. Verdammt hässliche Zombies. Okay, schnell hier durch. Und wir schauen. Alkohol. Also wir müssen wirklich alles einsammeln. Was wir in die Finger kriegen können. Alles mitnehmen. Plastik. Sehr gut. Drücken wir dem Zombie eine Gabel ins Auge. Wow. Die Dicken. Gleich die dicken Zombies, ne? Gleich kommen die Dicken hier. Hey, geh mal weg. Die Armbrust. Gute Idee. Gute Idee. Vielleicht bekommen wir wenigstens die. So, gibt's irgendwas hier drin noch, das ich mitnehmen könnte? Bist du mir gefolgt? Ey, 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 Lady. Lady. Oh, das wird so nichts. Das wird so nichts. Mal hier hin. Bam! Und jetzt rein mit dir in die Spikes.
Was zur Hölle? Shut up! Komm her! Ja, ja! Ey, die macht mich fertig. Die will einfach nicht umfallen. Ah, komm schon mit der bloßen Faust. Da kassierst du. Okay, die ist unbesiegbar. Ich geb's auf. Die Tante ist absolut unbesiegbar. Vergiss es. Oh, hab ich ganz vergessen. Besorg dir eine Waffe, weil du noch keine hast. Die Farm ist dein Banditenaußenposten. Wie bitte? Diese Info hast du vergessen? Naja, erschien mir in dem Moment nicht so wichtig. Die sind einfach nur lästig wie Flöhe. Keinen Plan, keine Eier, kein Sinn fürs Geschäftliche. Das fängt ja gut an. Ach, mach nicht so ein Drama draus. Du wirst schon mit denen fertig. Ich für meinen Teil muss mich jetzt um ein paar Kunden kümmern. Sag Bescheid, wenn du eine Karre hast. What the fuck ist denn bitte schön hier drin? Okay, okay, da gehe ich lieber nicht rein. Kann es sein, dass wir keine Armbrust bekommen hier? Kann es sein, dass sie das vielleicht irgendwie geändert haben, weil man nicht so schnell an die Armbrust soll? Und der Preview war die Armbrust einfach nur so ein nettes kleines Feature, damit man die hier direkt mal testen kann. Toll, ich bin unbewaffnet. Ich bin nackt und unbewaffnet. Und irgendein Monster lauert hier drüben im Waggon. Ich will gar nicht wissen, wie man dich hier befreien kann. Oben rum? Keine Ahnung, C34. Okay, holen wir den Buggy. Warte mal, kann ich irgendwas herstellen? Kann ich irgendwas Brauchbares, wenigstens ein Dietrich? Das wäre schon mal ein Vorteil. Dietrich. Konnte man doch herstellen. Medikit? Oder kann ich die immer noch nicht herstellen, wegen dem Bug? Oder die Machete? Die Machete wäre auch nett. Oh, ich glaube, ich kann die Dinger immer noch nicht herstellen. Ich hatte ja damals in dem Hauptspiel einen Bug, dass ich keinen Dietrich herstellen kann. Wieso auch immer. Und wie es scheint, dadurch, dass ich eben, ja, meine Speicherdatei mitgenommen habe, kann ich es immer noch nicht. Und jetzt haben wir ein Problem, denn wir müssen die Dinger kaufen. Tja, der Anfang ist bitter. Der ist wirklich extrem Survival-Hardcore. Klinge. Fuck. Okay, wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein ohne... Ah, geh nach unten. Ich will nach unten. Ich will nur nicht so tief. So. Ja, wie komme ich da rein, ohne mir was zu brechen? Hm. Ich habe auch keinen Wurfhaken. Kann ich nicht hier hochklettern? Das sollte doch gehen. Ja, genau. Hier ans Rohr. Greif da mal ans Rohr und dann machst du einen großen Sprung hier rüber und stirb nicht. Guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Und jetzt... Stealthy. Ganz leise. Ganz, ganz ruhig. Und vorsichtig. Ob ich den Buggy klauen kann und alle überfahren kann? Das wäre natürlich ein genialer Zug. Oh, Nüsse. Nüsse! Delicious Nuts und Pita. Und Nägel. Halber. Trockenobst. Werde ich ja richtig verwöhnt. Also, dass ich hier nicht wirklich irgendwas finde. Irgendeine Waffe. Irgendwas. Ich wäre zufrieden, wenn ich hier schon Knüppel hätte. Komm schon, gib mir einen Knüppel. Ich will keine Nüsse. Ich will einen Knüppel. Metall. Oh, yes. Kann ich mir eventuell
dicke Lippe. Eventuell die Machete herstellen. Was brauche ich denn für Luftschlag? Ah, die Sachen sind schweineteuer. Alkohol für die Machete? Für was denn das, bitteschön? Hm. Tja, nee, ist nicht drin. Ich bräuchte halt irgendeine Waffe. Weil nackt da reinzugehen ist purer Selbstmord. Mull! Ja, Gott sei Dank. Wenn man jemanden Stealth von hinten nur erwürgen könnte, das wäre auch ziemlich cool. Also, der Plan. Ich, der gut aussehende Keystore, werde noch ein paar Süßigkeiten hier essen. Die Dinger hier heilen noch weniger. Kommt mir zumindest so vor. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass die mehr Lebensenergie geben. Okay, da gibt es wahrscheinlich nochmal Mull. Mull, Mull, Mull. Also, der gut aussehende Keystore, der wird jetzt ganz schnell hier zum Buggy flitzen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Mann, ich sehe heute echt gefährlich aus. Ja, Glückwunsch. Ich bin ganz leise. Keiner sieht mich. Ich langweile mich zu Tode. Können wir nicht jemand abknallen? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Großer Gott. Bitte, ihr wollt doch niemanden abknallen. Kann man jemanden Stealth von hinten strangulieren? Guck mal, wie ich hier rumschleiche. Wusste gar nicht, dass man hier so gekonnt schleichen kann. Habe ich nie gemacht. Ich habe immer gespielt wie ein Rambo. Der hat eine Machete. Ich brauche deine Machete. Ich tausche gegen Nüsse. Den ersten Bastard, den ich sehe, werde ich abknallen. Habe ich einen Hunger. Oh, das geht. Das geht. Ja, hallo. Ja, hallo. Lass uns Urlaub in Haran machen, hieß es. Das wird toll, hieß es. Tja, Arschkarte gezogen, ha? Haran. Wix-Gegend. Bams. Wie er hier stealthy alles wegholt. Nein, hat er nicht. Ich glaube, die Wachen schlafen nur. Die machen nur ein Nickerchen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der da oben sieht mich. Aber das geht noch. Und jetzt hier rein. Komm schon, gib Gas. Oh, fuck. Okay, Leute, das hat hier wirklich hervorragend funktioniert. Aber ich bin wenigstens jetzt nicht ganz unbewaffnet. Wie es scheint, beruhigen sich die Gegner sogar. Einmal hier wie Rambo. Durchs Gebüsch. Mini-Dschungel. Mini-Rambo. Tja, starten ohne Waffen ist wirklich verdammt hart. Okay, der eine ist da vorne. Das wird spannend jetzt. Ich will den umgehen und dann, wenn ich die Chance habe, von hinten erwürgen. Aber der steht natürlich sehr, sehr günstig jetzt. Und die anderen beiden sind natürlich genau gegenüber. Hey, du da! Ich da! Fuck you! So! Ah, der andere hat eine Knarre. Nochmal hier in Deckung gehen. Mann, den habe ich ganz schön zugerichtet. Hat er was geworfen? Der hat definitiv was geworfen. Und zack. Und ich nehme auf jeden Fall das Gewehr mit. Denn das werden wir definitiv brauchen. Wir nehmen alles mit. Wir können ja eh tragen. So, was hatte der hier? Nehme ich auch noch mit. Wo ist mein Buggy? Da vorne.
Oh, da sind ja noch mehr Gegner. Einer ist oben. Aber die wissen nicht, dass wir hier sind. Noch nicht. Noch nicht. Die scheinen beide oben zu sein, obwohl der eine müsste hier vorne drin sein. Also besonders intelligent sind die nicht. Aber sie machen Schaden. Sie machen fucking viel Schaden. Das muss man ihnen lassen. Schön. Trotzdem. Wir haben es irgendwie hinbekommen. Eine Mischung aus Stealth und Chaos. So wie man mich eben kennt. Okay, wir schauen hier nochmal für ein bisschen Loot. Denn ich könnte wirklich ein bisschen Zeug brauchen. Nice. Wenn ich doch nur einen Dietrich finden würde. Naja, die Dinger kann man zum Glück kaufen. So wenig Zeug, das man hier mitnehmen kann. Man sieht die Bude und denkt sich erst, wow, jetzt habe ich es gepackt. Loot ohne Ende. Und dann irgendwie kann man gar nichts mitnehmen. Im Grunde schade. Gehen wir doch ganz schnell hier hin. Peter! Was haben wir hier drin? Klebeband ist immer gut. Candy. Küchenkram. Okay, wir können jetzt schon neue Gegenstände herstellen. Okay, gehen wir. Und wir nehmen mal hier das Schwert. Okay. Ist doch alles gut. Ich habe meinen Buggy. Okay, wir wären eh nicht hier rausgekommen, denn wir müssen ja hier drüben per Hand das Tor öffnen. Und das hätten wir niemals hinbekommen. Niemals. Also menschliche Gegner okay, sind Khan, ich hab einen Wagen. Mies. Khan, bist du da? Khan! Einmal durch die Zombies. Du da. Du da. Zack. Zack. Ich bin der Rasenmähermann. Schau mal, was ich kann. Keine Armbrust. Ich hätte die so gerne mitgenommen. Das war schon irgendwie klar, dass man die Armbrust hier nicht finden wird. Natürlich, die bekommt man nicht so schnell. Alright. Da wären wir. Egal, wir werden neue und bessere Waffen finden. Keine Panik, Leute. Das kriegen wir hin. Khan! Suchst du Khan? Der ist weg. Schätze, sie haben ihn endlich gebeten zu verschwinden. Gebeten haben sie ihn? Wie denn? Mit vorgehaltener Waffe? Und wer sind sie? Sie haben endlich getan, was mein Vater schon längst hätte tun sollen. Und ganz plötzlich ist hier Frieden eingekehrt. Komisch, oder? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wieso auch? Du bist aus denselben Gründen hier wie er. Aus denselben Gründen, warum die Banditen uns nicht in Ruhe lassen. Und dir sollen wir trauen? Was muss ich tun, um dich zu überzeugen? Mich musst du nicht überzeugen. Mir ist das Schnurz. Den anderen könntest du zeigen, dass du auch geben willst, nicht nur nehmen. Ich heiße übrigens Esgi. Kyle, Esgi, kannst du mir wenigstens ein paar Tipps geben? Was braucht ihr hier? Könnte ich. Dann wärst du mir allerdings einen Gefallen schuldig. Vergiss das nicht. Geht klar. Seit einer Weile ist das Grundwasser verschmutzt. Stell dir mal vor, wenn du unsere Wasserversorgung wieder in Ordnung brächtest. Man kriegt das also irgendwie hin? Richtig. Aber dafür musst du ins Territorium der Banditen. Es gab schon einige Freiwillige, aber keiner von denen ist zurückgekehrt. Ich würde es also nicht empfehlen, wenn du nicht gerade lebensmüde bist. Wenn doch, folge einfach der Pipeline.
Danke für den Tipp, Eski, aber als du sagtest, sie haben ihn gebeten zu verschwinden, meintest du doch nicht die Leute, die hier leben, oder? Nein, die Leute hier tun nichts. Sie sind Kahn monatelang nicht losgeworden. Warum sollten sie es jetzt schaffen? Du weichst meiner Frage immer noch aus. Weil ich immer noch nicht weiß, ob du eine Antwort verdienst. Aber ist es nicht ein ganz kleines bisschen grausam, jemanden zu vertreiben, nur weil er etwas derb ist? Kann sein. Aber uns trennt nur eine dünne Mauer von Horden von Banditen, Zombies und weiß Gott noch was. Ein Mann mit großer Klappe könnte reichen, um hier alles den Bach runtergehen zu lassen. Und du findest das okay? Wenn er da draußen keinen Schutz findet, ist er ein toter Mann. Oh, ich bitte dich. Du kommst aus der Stadt und solltest Typen wie Kahn kennen. Die schlagen sich immer irgendwie durch. Er würde auch mit einer Leiche schachern, wenn er sich dadurch bessere Chancen ausrechnet. Es hat wohl keinen Sinn, dich zu fragen, worum es in dem Streit mit deinem Vater ging. Genau. Komplett sinnlos. Und trotzdem bist du die Einzige hier, die mit mir spricht. Naja, ich kann die anderen irgendwie verstehen. Aber ich muss ja ihre Methoden nicht unbedingt gutheißen, oder? Dann wäre es euch lieber, wenn ich wieder verschwinden würde? Also, nein. Die Leute hier sind es einfach gewohnt, dass sich jemand um sie kümmert. Dank der Mutter und ihrer Diener. Diener? Hilf den Leuten einfach, okay? Mach etwas Spektakuläres. Dann wirst du sehen, was dabei herauskommt. Gut. Okay, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die Mutter und ihre Diener. Und ja, wir müssen die Leute hier beeindrucken. Hört sich an wie eine Sekte. Nicht wahr, Kumpel? Schau mich doch nicht so an. Und du hier, Burdock. Wir reden nicht mit Fremden. Burdock, nicht reden mit Fremden. Aber ihr da draußen könnt einem fremden Mann, den ihr vielleicht ganz gerne habt, eine Bewertung geben und beim nächsten Mal wieder einschalten. Die Folge hier ging ein bisschen länger als Einstieg, wie immer. Danke fürs Zusehen und auch danke für den Support. Bis zum nächsten Mal und tschüss.